Was für die Filmwelt der Oscar ist, also der Academy Award, ist für die Spielewelt der Pöppel. Und zwar der Pöppel des Kritikerpreis der Jury Spiel des Jahres. Das Spiel des Jahres wird stets in den drei Kategorien Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres verliehen. Die ersten beiden Kategorien hatten für den Jahrgang 2023 eine 11-köpfige Jury, während das Kinderspiel des Jahres durch 3 Jurymitglieder und 4 Beiräte bestimmt worden ist. Sowohl die Kinderspiel des Jahres als auch die Kennerspiel des Jahres Jury hat dieses Jahr einen Sonderpreis verliehen für Unlock Game Adventures und Unlock Kids. Unlock ist eine Rätsel-Escape-Spielereihe, die sich in den letzten Jahren durch neue Fälle stets weiterentwickelt hat. Die aktuellen Fälle waren in den Augen der Jury würdig, von ihnen einen Sonderpreis zu erhalten. In jeder der klassischen Kategorien gibt es 3 nominierte Titel, daneben noch einige empfohlene Spiele. Auf der Empfehlungsliste zum Kinderspiel des Jahres sind dieses Jahr 3 Titel. Die Abenteuerbuchreihe Mein erstes Abenteuer vom Autor Romeo Hignon erschien beim Verlag Board Game Box. Das kooperative Memo-Spiel Duasanimo ist vom Autor Sebastian Descartes erschienen bei Jayco. Geschicklichkeit und Merken verbindet Rutsch und Flutsch von den Autoren Joel und Raphael Escalante erschienen bei Game Factory. Auf den Titel Kinderspiel des Jahres kann das nominierte Spiel Mysterium Kids noch hoffen. Es ist ein Spiel von den Autoren Antonin Bokhara und Yves Hirschfeld und ist bei Libelot sowie Space Cow erschienen und wird kooperativ gespielt. Ein Spieler ist der Geist, der die Mitspieler einen von 5 Gegenständen erraten lassen will. Dazu darf er nur Geräuschhinweise mithilfe eines Tambourins geben. Weiter ist das Spiel Carla Caramel zum Kinderspiel des Jahres nominiert, welches ebenfalls kooperativ gespielt wird. Die Spieler müssen Kinder mit Eis beliefern. Ein Würfel bestimmt, welche Eissorte ausgeliefert wird oder ob die Sonne voranschreitet oder man ein Eis abliefern darf. Lässt man sich zu viel Zeit, schmelzen nach und nach die Eistüten, bis man nicht mehr genug hat, um alle zu beliefern. Schließlich wurde Gigamon von den Autoren Karim Aruidat und Johann Rossell erschienen beim Miraculous Verlag nominiert. Memoryartig müssen die Spieler in einem sich stets wechselnden 3x3 Raster kleine Elements finden. Diese bringen besondere Sofortaktionen mit sich. Hat man genug Elements einer Sorte, erhält man einen Gigamon, von dem man 3 zum Sieg benötigt. Die Kategorie Kennerspiel des Jahres weist 2 Titel auf der Empfehlungsliste ab. Das Duellkartenspiel Mindbug vom Autorenteam Gav Elias, Richard Garfield, Marvin Hagen sowie Christian Kudal ist beim Verlag Nerdlab Games erschienen. Daneben steht Council of Shadows auf der Empfehlungsliste, ein Spiel, bei dem jede Aktion Energiekosten mit sich zieht, die man gleichzeitig decken muss, um zu gewinnen. Von den Autoren Martin Kallenborn und Jochen Scherer erschien unter der Marke Alea beim Verlag Ravensburger. Das erste zum Kennerspiel des Jahres nominierte Spiel ist Challengers von den Autoren Johannes Krenner und Markus Lawiczek. Erschienen bei One More Time Games und Siemens Games. Jeder baut sich nach und nach ein Kampfdeck zusammen. Diese lassen die Gegner in einem Turniermodus in Duellen gegeneinander antreten. Allerdings werden die Decks nicht weiter gesteuert, sondern spielen automatisch. Die Kunst besteht darin, die Karten des Decks zueinander passend auszuwählen. Auch Iki ist zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Das Spiel von dem Autor Kota Yamada ist beim Verlag Giant Rock erschienen. Mit einer Vielzahl elegant miteinander verzahnter Mechanismen und immer wieder wechselnder Möglichkeiten stellt Iki eine angenehme Herausforderung für geübte Kenner dar. Planet Unknown ist von den Autoren Ryan Lambert und Adam Rehberg und ist bei Strohmann Games erschienen. Jeder Spieler befüllt seinen neu entdeckten Planeten mit verschieden geformten Plättchen. Diese werden zeitgleich ausgewählt und liefern einem Fortschritte auf verschiedenen Leisten des eigenen Konzerns und damit Boni und Vorteile. Durch eine Vielzahl unterschiedlicher Planeten und Konzerne bietet Planet Unknown jede Menge Abwechslung. Die Empfehlungsliste des Hauptpreises, dem Spiel des Jahres, ist mit 7 Titeln die längste. Acropolis ist ein Plättchen-, Lege- und Stapelspiel vom Autor Jules Massot und ist beim Kobold Verlag erschienen. QE, ein Beatspiel ohne Limits, stammt vom Autor Gavin Birnbaum und wurde in Deutschland von Strohmann verlegt. Leo Colovini ist der Autor von Kusoka, einem kooperativen Einsetzspiel, was bei Pegasus Spiele erschienen ist. Sea Salt and Paper ist ein schnelles Kartenspiel von den Autoren Bruno Catala und Theo Rivière und ist beim Verlag MM Spiele sowie Hoch erschienen. That's Not Ahead verbindet Chaos mit Merken und ist vom Autor Kaspar Lapp und ist bei Ravensburger erschienen. Mantis ist ein glückslastiges Kartenspiel vom Autorenduo Ken Gruhl und Jeremy Posner und ist vom Verlag Exploding Kittens sowie Asmodee.
Schließlich rundet das Musikratespiel Hitstar vom Verlag Jumbo die Liste ab. Eine Nominierung zum Spiel des Jahres hat Dorfromantik erhalten. Ein Spiel von dem Autorenduo Lukas Zach und Michael Palm erschien beim Pegasus Spiele Verlag. Das Brettspiel zum gleichnamigen Videospiel setzt kooperatives Plättchenlegen und Aufgaben in idyllischer Landschaft erfüllen perfekt um. Ein Kampagnenmodus, der nach und nach neue Elemente ins Spiel bringt, sorgt für Langzeitspaß. Die zweite Nominierung erhält Fun Facts von Kasperlab, erschien bei Rebus und Asmodee. Es gilt, eine Frage durch Zahlen für sich zu beantworten. Kooperativ muss sich nun die Gruppe in die richtige Reihenfolge bringen. Es gilt also, seine Mitspieler gut zu kennen oder zumindest gut einschätzen zu können. Schließlich wurde Next Station London nominiert vom Autor Matthew Dunstan, erschien bei HCM Kienzle. Nach und nach müssen verschiedene U-Bahn-Linien ins eigene Netz eingezeichnet werden. Karten bestimmen dabei, welches Symbol die nächste Station haben muss. Dummerweise dürfen sich die Linien nie kreuzen. Dadurch entsteht eine knifflige Aufgabe. Die Jury-Spiel des Jahres wählt am Sonntag, den 16. Juli 2023 in Berlin, aus den nominierten Titeln jeweils den Gewinner zum Kinderspiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres und Spiel des Jahres. Auf einer gemeinsamen Verleihung werden diese noch am selben Abend bekannt gegeben.